Betzdorf an der Sieg, Austragungsort des RENAK Mountainbike Cup. Wir haben hier zu Rechten den Volker Höhne, erster Vorsitzender, Ski und Freizeit Betzdorf. Und zu unserer Linken Dirk Traupe, zweiter Vorsitzender des gleichen Vereins. Und Sie haben mir eben erzählt, Sie haben ungefähr 240 Mitglieder. Richtig, wir haben 240 aktive, fast aktive Mitglieder, aber der größte Teil ist aktiv. Das heißt, im Bereich Mountainbikesport. Ungefähr 200, sagen Sie, die fahren Freizeit? Alles zusammen? Das sind Freizeitfahrer, nicht Schönwetterfahrer, aber Freizeitfahrer, die also keine Rennen fahren. Aber der Stolz gilt auch natürlich unserer Rennfahrer. Aber auch eine große Abteilung, ne? Genau, das sind, ja, was haben wir, 35. 35 haben wir ungefähr. Ne? Von bis Alter, wie ist der Jüngste? Die Jüngsten fangen mit 9 bis 10 an. Ja. Und die Ältesten, die im Moment wirklich im Rennbetrieb drin sind, gut, da sind ein paar Downhiller auch dabei, das geht bis Mitte 30. Ich bin neu im Mountainbikesport, wo Sie gerade gesagt haben, Downhill. Es gibt Cross Country, es gibt Marathon, es gibt Downhill. Erklären Sie uns oder den Zuschauern, die es noch nicht kennen, was ist das eigentlich alles? Cross Country ist eine olympische Disziplin, bei der über Rundkurse wie hier in Betzdorf ein Rennen bewältigt wird, wo im Rahmen eines Massenstarts eine technisch und konditionell anspruchsvolle Strecke zu fahren ist. Downhill ist ein Name, es geht steil bergab, die Anforderungen sind ganz andere. Das ist in der Regel ein Einzelzeitfahren. Also es geht wirklich nur berg runter, aber extreme, auch mit extreme Sprünge, technische Anforderungen, die dabei sind. Das ist also etwas, was wir hier nicht bieten können. Ja. Und dann gibt es noch den Marathon. Das heißt, das ist einfach die Länge der Veranstaltung. Marathon ist in der Regel ein Langstreckenrennen mit nicht ganz so hohen fahrtechnischen Ansprüchen. Jetzt ist mir noch was aufgefallen. Letzte Woche, glaube ich, war das, als ich in Traben-Trarbach war. Da konnte man bis zum Schluss noch nennen. Das heißt, in so einem Rennen der Jugend können auch einfach Leute, die nicht im Verein angeschlossen sind, mitfahren. Geht das bei Ihnen auch? Das geht. In den Hobbyklassen ist so etwas völlig unproblematisch möglich. Bis eine Stunde vor Rennbeginn können Nachmeldungen noch gemacht werden. Also kann jeder im Grunde genommen mitfahren, der muss das Fahrrad und das Mountainbike gewisse Voraussetzungen haben? Gibt es ein Reglement? Das darf man nicht? Es gibt ein grundsätzliches Reglement, aber in der Regel sind Mountainbikes zugelassen. Jetzt haben wir das mal geklärt. Das sind nämlich meine Fragen, die ich auch hatte, die mir so eingefallen sind. Ich komme aus dem Motorsport und da sieht das alles ein bisschen anders aus. Mountainbikesport ist für mich was ganz Neues, aber interessante Geschichte. So, kommen wir zu Ihren Rennen. Normalerweise Pfingsten, diesmal eine Woche danach, am Sonntag, den 3. Juni, hier oben an der schönen Grillhütte. Mit wie vielen Startern rechnen Sie? Wir rechnen also mit ungefähr 250 Startern dieses Jahr. Wir würden uns freuen, wenn es noch einige mehr werden. Aber die Erfahrung hat uns hier bei dem Rennen gezeigt, dass wir mit etwa 250 Startern rechnen können. Wir hatten schon einmal in einem Rennen, wo wir die Rheinlandmeisterschaften, Südwestmeisterschaften in der Wertung mit hatten wir knapp 340 Starter. Das war die beste Beteiligung bisher. Das war ja auch noch der Punkt, Rheinlandmeisterschaften. Rheinland ist groß. Welcher Bezirk umfasst das jetzt hier? Also die bei uns gewertete Rheinlandmeisterschaft umfasst die Bezirke Koblenz, Trier und den Bezirk Nahe des BDRs. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Entfernung. Das ist ein relativ großes Gebiet. Von hier bis nach Trier sind auch mal gut über 200 Kilometer. Ne? Ja. Was bieten Sie sonst noch? Strecke, erstmal Strecke. Wie lang ist die Strecke? Circa. Wir haben drei verschiedene Strecken, die wir unterteilt haben nach den Anforderungen. Zum ersten Mal für die reinen Hobbyklassen bis in die Klasse U19 einschließlich. Die fahren eine Streckenlänge von knapp 3,2 Kilometer. Mit ungefähr 90 Höhenmeter. Das war auch noch ein Punkt, da ist auch noch drin. Höhenmeter ist auch wichtig, glaube ich. Ne? Ja, das ist also der Anstieg pro Runde, sind die Höhenmeter. Und das haben wir also in der Hobbyklasse entsprechend
niedrigere Anforderung als in den Lizenzklassen. In der Lizenzklasse haben wir eine Streckenlänge von knapp 4 Kilometern mit insgesamt 170 Höhenmetern. 135 Höhenmeter sind, glaube ich, bei denen. Die 170 haben wir dann bei der Klasse der Marathonfahrer. Ne, das sind 190. Gut, 190 in der Marathonklasse, und dort hat die Strecke eine Länge von knapp 6 Kilometern. Wie viele Runden fahren die? Ja, also die Senioren. Die Senioren, es kommt wiederum auch auf die Klasse darauf an. Bei den Lizenzklassen. Also die Lizenzklassen fahren ab der Elite, ab der U23-Klasse, glaube ich, alle 7 Runden. Bei dem Marathon ist die Zeitvorgabe gegeben, das heißt, die haben 2 Stunden zu fahren. Die Siegerzeit beträgt mindestens 2 Stunden, und danach werden alle rausgewunken. Wie viele Runden das sind, wissen wir nicht. Also 2 Stunden hängt davon ab, ist die Zeit, die Jungs unterwegs sind. Das habe ich irgendwie auch gelesen, wenn der erste über das Ziel gefahren ist, werden die restlichen abgewunken und müssen also nicht irgendwie... Das sind die 2 Stunden halt. Ne? Für alle anderen Rennklassen sind aber die Runden... die zu fahrenden Runden bereits im Vorfeld festgelegt und auch auf unserer Homepage zu sehen. Die tragen wir mit unten rein, damit die Leute auch wissen, die sich nicht auskennen, die es noch nicht kennen, die vielleicht auch nach Betzdorf kommen. Was bieten Sie denn sonst noch drumherum um das ganze Rennen? Naja, wir haben hier... Schöne Grillhütte habt ihr hier, ne? Klar, wir haben nicht nur die schöne Grillhütte, sondern das Tollste, was wir hier bieten können für die Fahrer, ist eigentlich die Stimmung hier an unserem Rennen. Und da sind wir eigentlich ganz stolz drauf. Ja gut, okay, hat die Zuschauer Zeit gesagt, Samba de Betzdorf, so hat er das Rennen genannt, das haben wir zum Motto gemacht. Es soll viel Stimmung hier sein. Es also soll Brasilianerinnen sein. Treten auf. Naja, das wäre etwas zu hoch gegriffen, aber die Betzdorfer sind schon ein begeistertes Mountainbike-Publikum, und hier ist was los, wenn das Rennen hier gilt. Aber um das nochmal aufzugreifen, was Betzdorf zum Beispiel ausmacht, sind die Trommler. Da sind wir wieder beim Thema der Brasilianerinnen. Wir haben eine Trommlertruppe am Anstieg der Rennstrecke, die also wirklich unsere Fahrer den Berg hinaufpeitschen. Und das wird von den Fahrern also immer begeistert angenommen. Und für die Zuschauer, also es ist, wie gesagt, ist hier an der Grillhütte ist Start und Ziel. Hier an der Grillhütte, dort vorne wird Start und Ziel sein. Hier sitzt die Rennleitung, hier ist ein Moderator, der für Stimmung sorgt. Die Gastronomie wird hier sein. Wir haben auch ein paar Stände aus der Industrie, die sich hier präsentieren werden, sodass am Renntag dieser Platz hier komplett angefüllt ist mit Zuschauern, Gästen, Essen und Trinkenden und Ausstellern. Und der Zuschauer hat auch von hier die Möglichkeit, überall zur Strecke zu kommen und auch die eine oder andere Passage zu sehen. Ja, genau. Was Spektakuläres dabei, wo der Zuschauer hingehen könnte? Es gibt im oberen Teil der Strecke, etwa einen Kilometer von hier weg, eine Downhill-Passage, in der circa, ich glaube, 5 Bombentrichter zu bewältigen sind, wo also große Ansprüche an die Fahrtechnik gestellt sind. Das ist für Zuschauer sicherlich eine spektakuläre Ecke. Dort gibt es auch nochmal einen Punkt mit Verköstigung, dort wird es Getränke geben, sodass das für Zuschauer wirklich reizvoll gestaltet wird. Okay, dann sehen wir uns am 3. Juni. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir freuen uns am 3. Juni auch hier. Wir schauen mal. Ich verlasse mich auf das schöne Wetter. Das ist 100%. Danke.